Also Achtung, hier ist die Leitstelle Kreuzer mit Einsatz für die Feuerwehr hier Oberstein. Da haben wir morgens eine Gartenmauer eingerissen, mein Sohn und ich, und anschließend wollte ich eigentlich nur duschen gehen und dann geht der Piepser. Und da hat man es auch schon in der Stadt gerochen, dass irgendwas gut am Brennen ist. Ich war gerade unterwegs zum Kaufen, habe dann Richtung Ida geschaut und da war halt schon eine schwarze Wolke am Himmel. Und da habe ich eigentlich schon drauf gewartet, dass der Piepser läutet. Ich war im Wald Holz machen gewesen, ziemlich nah an der Feuerwache. Und dann ging halt auch der Piepser mit einem bestätigten Brand von einem Haus. Da bin ich dann direkt auf die Wache gefahren, mit den Kollegen direkt aufs Auto, Atemschutz angelegt als erster Trupp. Es war ja Nachmittag und ein Brand in dieser Dimension hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt, ich bin ja auch schon etwas in der Feuerwehr, hatte ich so noch nicht gesehen. Wir kamen da an, ja, Flammen fliegen direkt aus den Fenstern schon, starke Rauchentwicklung. Man hat gesagt, das hier kann nicht wahr sein. Es war auch sehr warm an dem Tag und das war eine ganz schöne Belastung für alle aktiven Feuerwehrleute vor Ort. Also Atemschutzeinsatz ist eigentlich jeder Einsatz ist anders da. Selbst wenn man gut und viel trainiert, sind alle Gebäude unterschiedlich. Und ja doch, da ist dann schon so ein bisschen Adrenalin dabei. Dann sind wir auch reingegangen, durch die vordere Tür, durchs Treppenhaus hoch. Dann hat der oberste Stock komplett gebrannt. Den haben wir dann abgelöscht. Dann sind wir ein Stockwerk tiefer, da haben wir auch noch Glutnester ausgemacht. Ja, und dann war es vor uns eigentlich auch schon vorbei. Wir hatten in dem oberen Gebäude, waren wir im Dachgeschoss gewesen, zur Erkundung und teilweise dann zum Kühlen. Und ja, sobald man halt Wasser aufgerissen, also Strahlrohr aufgerissen hat, weil durch die Hitze so viel Wasserdampf, dass man halt dann schnell bei Null Sicht war. Die Temperaturen waren dementsprechend auch sehr hoch. Also das war eine echte Material- und Mannschaftsschlacht. Aber ich denke auch, das hat sehr gut geklappt, überhaupt also mit allen, auch mit Herstein, das hat einfach toll funktioniert. Und mir zeigt das immer nochmal, dass auch der Ausbildungsstand der Feuerwehren sehr gut ist. Also es ist wirklich was getan wird, egal in welcher Wache oder auch egal in welcher Feuerwehr im Landkreis. Man merkt einfach, ja, die Feuerwehr ist schon, ich sage mal, ja, ein ganz bestimmtes Volk. Also was er macht, das macht sie richtig. Also das muss man wirklich sagen. Macht einfach nur Spaß.